Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception. Wir sind jetzt im Jemen angekommen und haben hier gerade den Zugang zu den unterirdischen Katakomben gefunden, die das nächste Geheimnis beherbergen. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, was da unten los ist. Ja, Sully und Elena haben Waffen auf dem Rücken geschnallt. Nate ist sogar überfordert damit, hier über die Absperrung zu klettern. So, jetzt geht's. Und dann machen wir weiter. Und gucken wir, was da unten los ist. Scheint auf jeden Fall sehr viel Licht zu sein dafür, dass das hier eine unterirdische Katakombe ist. Guck mal, ich kann hier weiterklettern, aber das bringt uns ja nichts. Wir wollen ja da runter. Alles in Ordnung, kommt runter. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind, Junge? Das ist nur eine Zisterne. Ja, das muss es sein. Sully gleich wieder Was so Was hat Sir Francis eigentlich so weit draußen gemacht? Er war auf einer Geheimexpedition für Queen Elizabeth. Ja, auf der Suche nach Ubar. Ja, dem Atlantis der Wüste. Hier? Unter dieser Stadt? Nein, es ist mitten in der Rub-Al-Khali-Wüste. Hier erfährt man nur, wo man es finden kann. Angeblich. Aha. Das klang ja nicht sehr... Oh, was war denn das gerade? Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Wartet mal, das hat Francis Drake auf die Karte gezeichnet. Okay. Da sind Schalter drin versteckt. Francis Drake hat das also auf die Karte gezeichnet? Dann zeig doch mal her. Wo ist es denn? Da ist die Karte. Schaut doch mal. Das sind die gleichen Säulen. Okay. Francis Drake hat das aufgezeichnet, als er hier unten war. Steht da, wie wir den Eingang finden? Ziemlich kryptisch, aber ich krieg das schon hin. Also ich hätte mir das gerne gerade schon ein bisschen genauer angeguckt, aber nein, ich muss es jetzt nochmal extra raus. Wohl wichtig. Ich wette, wir müssen den richtigen finden. Und wie stellen wir das an? In diesem Raum sind überall Löcher. Es muss noch einen Hinweis geben. Schaut euch um, wir übersehen etwas. Elena, musstest du jetzt durch mich durchlaufen? Gucken wir doch mal, ob wir eine Stelle finden, wo die genau so angeordnet sind. Wie die hier aufgezeichnet sind, obwohl das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Nee, der kann es schon mal nicht sein. Hey, Nate! Auf der Wand Moment. Ist etwas eingekratzt. Wo bist du denn? Da hinten bist du. Okay, dann gucken wir das noch mal an. Sprechen ist, es ist unglaublich warm, Leute. Es ist, Sprechen ist da nicht wirklich... Das ist Henochisch. Das ist bestimmt von Drake. Kannst du es entschlüsseln? Ja, ich versuch's. Ja. Also im Moment versucht er das ja nicht wirklich, oder? Hallo? Ah, jetzt. Auf geht's. Der Mond zeigt den Weg. Der Mond? Hier unten. Ich bleibe auf keinen Fall hier, bis es dunkel wird. Ich wette, es ist ein Rätsel. Ach, echt? Karte. Du kritzelst auf Sir Francis' 400 Jahre alte Karte? Was? Ihn stört's nicht. Denke ich. Und wenn doch, soll er kommen und sich beschweren. Er weiß ja, wo er mich findet. Ich laufe nicht weg. Der Mond zeigt den Weg. Okay, der Mond. Dann gucken wir doch mal. Hier am Boden sind ja überall hier diese Symbole eingezeichnet. Da ist bestimmt irgendwo auch ein Mond dabei. Weißt du, was das ist? Ja, glaub schon. Sully, du Blödmann. Ja, ich war schon dabei. Dieses Spiel lässt einem ja nicht mal eine Minute Zeit, um so ein Rätsel zu lösen, bis es einem mit der Lösung hier wirklich auf die Stirn tätschelt, oder? Wenn ich hier stehe...
Die hier, ne? Oder? Dann wären es das Loch hier links, das hier gerade durch und das da hinten gerade durch. Okay, die machen wir einfach mal. Hier ist eine Art Hebel drin. Sprach er, bevor er... Ich wurde gebissen! Ich mach trotzdem mal weiter. Irgendwelche Ideen? Er hat drei der Säulen markiert. Ich denke, wir müssen alle drei Hebel ziehen. Gleichzeitig? Ach, aber nicht. Ich stecke meine Hand nicht in so ein Loch. Okay, los geht's. Wir müssen die Hebel gleichzeitig ziehen. Ja, positioniert ihr euch denn jetzt dann auch mal entsprechend, sonst wird das nämlich gar nichts hier. Ja, also einer bitte hier vorne, Sully, hier, da, der ist für dich. Es tut sich aber nicht. Ja, weil die Hebel nicht ziehen. Was machst du denn da? Ich versuche, die Karte an den Säulen in diesem Raum auszurichten. Wo ist die richtige Stelle? Muss die richtige Stelle finden. Ich dachte... Doch auf das Mondsymbol. Ja, es ist... Ich dachte, das ist die richtige Stelle. Das ist es doch, oder nicht, hier? Muss ich es jetzt wieder so halten, na, Tatsache? Oh. Das ist es. Sully, geh an diese Säule. Elena, du nimmst die an der Wand da drüben. Die nehme ich. Okay, nur reingreifen und den Hebel finden. Wirklich? Ich glaube, wir müssen sie gleichzeitig ziehen. Und wenn du falsch liegst? Ja, ich mag meinen Arm, den benutze ich echt häufig. Mach es. Zu viele Infos, Sully. Viel zu viele Infos. Das wollte ich jetzt... Nein, das wollte ich... Nein. Will raus aus meinem Kopf. Bitte. Eins, zwei, drei. Ist das auch der richtige Hebel? Hört mal. Das habe ich gesagt. Respekt, das hat geklappt. Ha! Echt beeindruckend. Fortschritt. Ich möchte mich an dieser Stelle... Warum die Geheimniskrämerei seit Jahrhunderten? Was sollte Drake für Elizabeth finden? Das wissen wir nicht. Schatz bestimmt. Was sonst? Die Reichtümer einer verlorenen Welt. So einfach ist es aber nie, oder? Selten. Und die Schweine in den Anzügen suchen doch bestimmt auch danach, oder? Ja, das sind Marlos Männer. Darf ich jetzt? Ich darf auch mal reden. Ich wollte mich an dieser Stelle nochmal dafür entschuldigen. Ich bin, habe immer noch mit Heuschnupfen zu kämpfen. Also ich bin sehr verschnupft und ich sehe gerade, die Katzen haben meine PS3 eingeschaltet. Die schalte ich mal nebenbei aus. Ja, das war das Piepen, was ihr gerade gehört habt. Warum machen die sowas? Furchtbar. Von daher, wenn ich hier zwischendurch mal am Schniefen bin oder so ein bisschen näsele, es tut mir leid. Ich kann da nicht wirklich was gegen machen. Ich habe schon Nasenspray hier, und aber Heuschnupfen ist echt eine nervige Sache. Ich habe auch lange nicht so damit zu kämpfen gehabt wie jetzt dieses Jahr. Ich glaube, das liegt an diesem plötzlichen Temperaturumschwung. Da blüht ja wirklich alles gleichzeitig. Das ist eine ganz furchtbare Sache. Gibt es hier eigentlich wieder Spinnen? Ich meine, ihr sind ja eben schon von irgendwas gebissen worden, ne? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Was ist das? Links oder rechts, Leute? Gibt es vielleicht einen Hinweis hier in Sir Francis? Was? Okay, ich vermute mal, dass das hier gleich für ein Rätsel wieder relevant wird. Na gut. Ich gehe erstmal links. Wo kommen eigentlich diese neuen Aufzeichnungen für die Rätsel immer her? Und was für Symbole? Sowas habe ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Sieht wie ein Mechanismus aus. Aber jemand hat die Zahnräder überall verteilt. War das Sir Francis? Wer weiß. Hoffentlich kriegen wir das hin. Sonst kommen wir hier nicht raus. Die Zahnräder. Guck mal, da sind drei Zahnräder durchgestrichen.
Wahrscheinlich, weil die nicht funktionieren oder irgendwas, weil bei den anderen beiden Zahnrädern ist ja deutlich angezeigt, in welche Richtung die sich jeweils drehen. Das eine dreht sich links rum, das andere dreht sich rechts um. Das ist garantiert relevant für die Reihenfolge, in der wir die Zahnräder jetzt in diesen Mechanismus einsetzen. Wir suchen, ich muss noch mal kurz gucken, das waren die mit dem Kreuz und mit den Punkten, ne? Genau. Das hier zum Beispiel. Achso, nee, muss man ja dann quasi immer im Wechsel hier rein, ne? Alter Drake. Ich stehe vor dem Ding und ersetze das. Alter Drake! Ist das jetzt ein Witz? Okay, dann ist es halt so. Wenn mir hier vorgeschrieben wird, wo das zu sitzen hat. Läuft doch. Funktioniert, definitiv. So und nicht anders. Ach, Alter. Alter. Ich sehe gerade das Problem nicht mit dem Zahnrad da eben. So sieht das schon besser aus. Ich drücke immer die falsche Taste. Das tut mir furchtbar leid. Noch so ein großes. Eins muss es noch irgendwo geben. Mit den entsprechenden Symbolen. Vielleicht weiter oben. Hä? Achso, hey, nee, nein. Auf dem Vorsprung ist noch ein Zahnrad. Auf welchem Vorsprung? Elena, wo stehst du? Ach, da oben, da oben. Wie zum Teufel kommt das denn da hoch? Es muss noch einen Weg geben. Die Frage ist nicht, wie zum Teufel kommt das da hoch. Die Frage ist, wie zum Teufel kommen wir da hoch. Wir müssen ja wieder irgendwo hochklettern jetzt. Aber wo? Wollen wir hier die Säule hochklettern? Natürlich können wir das. Und hops. Schwups, schwups und ha-wups. Dann hier rüber. Gut, dass die Wege relativ offensichtlich sind. Hey, der Schirm entschlüsselt die Bilder. Was siehst du? Okay, eins ist wohl ein Kreuz. Das andere zeigt vier Kreise. Das gleiche Symbol ist an manchen Zahnrädern. Huh. Die Symbole scheinen sich in entgegengesetzter Richtung zu bewegen. Okay. Was zum Teufel soll das bedeuten? Das ist doch relativ klar, oder? So, hier jetzt hier runter. Und da haben wir es auch schon. Das war mutig, das da jetzt einfach runterzuschmeißen. Das hätte ja auch kaputt gehen können. Dann, würden wir jetzt hier feststecken, dann würde es nicht mehr weitergehen. Nate, hast du darüber mal nachgedacht, hä? Tut's dir wenigstens leid? Nein, natürlich tut's dir nicht leid. Soweit habe ich nicht gedacht. Ja, das sagst du immer. So ist das garantiert nicht richtig. Okay, so geht es nicht. Was zum Teufel? Das sind die richtigen Symbole. Vielleicht sind sie am falschen Platz. War da noch irgendwas mit dem Bild an der Wand? Ja, die Punkte haben sich rechts rumgedreht. Nein, nicht der. Oh, Nate. Manchmal ist die Steuerung echt so ein bisschen so... Alter! Ich sage viel zu oft Alter im Moment. So, jetzt kann da das Große dran. Und dann das Kleine. Und dann haben wir es doch im Wechsel und dann probieren wir es so mal aus. Okay.
Paul! Ah! Okay, das sind sehr interessante und vielsagende Bilder. Habt ihr gerade die Bilder gesehen? Ein Dämon, ein arabischer Dämon, also quasi ein Djinn aus dem Tonkrug. Behaltet das Bild mal im Hinterkopf. Das wird noch relevant. Was haben wir denn hier? Hallo? Ach, wir sind wieder... ich habe nichts gesagt. Wir sind wieder im Startraum, ne? Hier haben wir angefangen. Nur, dass jetzt hier Wasser fließt. Bist du sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Nicht wirklich. Nein. Der linke Wächter gewährt uns Zutritt, aber wir müssen immer noch das Rätsel im rechten Raum lösen. Oh, Mensch. Sully, das ist... Okay. Was sollen die Körperteile? Ach, ich finde das echt unheimlich. Schande. Jetzt könnt ihr mal aufhören hier. Was sollen die Körperteile? Alter, guckt euch das an. Ich finde das echt unheimlich. Okay. Was sollen die Körperteile? Okay. Ich finde das echt unheimlich. Kannst du mal die Klappe halten? Meine Güte. Stellen sich da mitten in den Durchgang, damit ich auch ja nicht durchkomme wegen irgendwelcher Clipping-Probleme. Und ich sehe es mir an. Blubber dann immer wieder den gleichen Müll. So, das relevante Bild für dieses Rätsel ist natürlich das da auf der linken Seite des Tagebuches. Die antike sabäische Bassrelief von dem Wächter, dem Hopliten oder was auch immer das für einer ist mit dem Speer, der den Typen da absticht. Das müssen wir jetzt quasi reproduzieren hier mit diesen ganzen Figuren oder Teilen von Figuren. Und der Boden sieht nicht gerade einladend aus. Hatschi! Oh Gott. Es tut mir furchtbar leid. Wie gesagt, Heuschnupfen. Ich hoffe, dass das bald mal besser wird. Ich find's furchtbar. Was haben wir denn hier in der Mitte? Damit interagieren? Natürlich können wir das. Sully, dein Feuerzeug. Klar, bitteschön. Ach, guck mal hier, der, das Opfer, der erstochen ist, schon an der Wand. Wir müssen nur den Rest finden. Da wäre ja zum Beispiel schon mal ein Speer. Ich glaube, von der Seite funktioniert das nicht, oder? Das hier, das sieht doch schon vielversprechend aus. Da ist der Speer. Der da schon mal ins Ziel geht. Aber irgendwie glaube ich, das ist auch noch nicht richtig. Hier, doch, da halt, da. Guck, da kommt's. So, oder? Passt. Ha! Das ging jetzt doch relativ schnell. Ich habe echt erwartet, dass wir da länger für brauchen. Ich werde auch gar nicht mehr in Frage stellen, wie die vor tausenden von Jahren solche Apparaturen und Mechanismen hier bauen konnten.
Ja, sowas wird im Abenteuergenre ja mehr oder weniger als gegeben hingenommen. Und der hat gezweifelt.